zusammen. Heute zeige ich euch mal etwas ganz Besonderes, und zwar habe ich mir was Neues gekauft für meine Füße, und zwar Barfußschuhe von Leguano. Und hier könnt ihr mal sehen, wie die ausschauen. Das sind so Schuhe, womit man den Boden besser spürt und auch anders gehen lernt als mit normalen Schuhen. Und ich finde das eine gute Sache. Ich habe das mal gesehen bei Ruhe Energie. Die haben sich Barfußschuhe besorgt. Und ich dachte zuerst, nee, das ist gar nichts für mich. Und ich brauche doch meinen Halt in den Schuhen und kann da nicht irgendwie auf wackeligen Sohlen gehen. Und beim Kurs von Andrea Köhler durfte ich mal ihre Schuhe ausleihen, weil ich habe meine Schuhe für draußen nicht mitgenommen. Ich wusste nicht, dass wir beim Seminar noch in den Wald gehen, und hatte nicht geeignete Schuhe dabei. Und dann, danke Andrea, wenn du jetzt guckst, sie hat mir dann ihre Schuhe ausgeliehen und ich durfte mit ihren Leguanos durch den Wald frötzen. Und das ging besser als gedacht, weil am Anfang hatte ich noch recht Bedenken, dass ich überhaupt darin gehen kann. Und am Schluss bin ich fast die Bäume hochgeklettert, weil es sich so toll angefühlt hat. Denn ich spürte den Boden, die Steine, die Wurzeln, die Baumrinden, einfach alles, was man sonst ja nur mit den nackten Füßen tasten kann. Und mit den Schuhen hier ist das natürlich toll, weil man hat einen Schutz. Also da kommt durch die Sohle hier, kommt nicht so schnell irgendwas Spitzes durch, außer man kommt gerade auf eine dicke Scherbe vielleicht. Aber ich probiere jetzt das mal aus und ich gebe euch dann mal Feedback, wie ich damit zurechtkomme. Ich habe schon gemerkt, dass man Muskelkater davon kriegt, wenn man es zu lange anhat. Und ja, da muss man sich zuerst dran gewöhnen, wenn man in normalen Schuhen gelaufen ist. Weil es ist ein völlig anderes Gefühl mit den Schuhen. Und man hat ja auch nicht so stabile Schuhe, die einem da einklemmen und den vermeintlich sicheren Halt geben. Und man muss zuerst mal seine Muskeln und Sehnen hier aufbauen und auch trainieren, damit die sich kräftigen und das Ganze halten können. Und da bin ich jetzt dran und werde das üben. Und dann werde ich von Zeit zu Zeit mal Bescheid geben, wie es mir geht. Und ich kann es nur jedem empfehlen, das mal zu probieren. Die Leguanos, die ich jetzt hier gekauft habe, die kommen aus einer deutschen Fabrik und sind nicht made in China, wie das meiste. Da müsst ihr auch mal aufpassen und gucken gehen, wenn ihr Barfußschuhe einkauft, woher das kommt und was für ein Material verwendet wird. Weil es sind nicht jede Barfußschuh gut geeignet. Und ich habe auch zuerst mal zwei Läden angeguckt. Und ich muss sagen, ich bin dann beim Leguano geblieben, weil beim zweiten waren die Sohlen nur auf einer Seite beweglich, und zwar vorne, und hinten waren sie wieder total steif. Und die haben auch einen komischen Gummigeruch an sich gehabt, was die Leguanos nicht haben. Und meine Schuhe kann ich auch, wenn es sein muss, in die Waschmaschine schmeißen bei 30 Grad und kriege sie dann wieder sauber raus, weil man kann damit auch durch Wasser laufen und durch den Garten, durch Matsch, durch alles Mögliche. Aber dann wird es natürlich dreckig und dann muss man ja waschen können, und zum Glück kann man das mit diesen Schuhen machen, denn die lassen das zu. Also ich denke mal, ich habe jetzt genug gequatscht über diese Barfußschuhe. Ich danke dir nochmals, Andrea, dass ich das bei dir probieren durfte. Ist wirklich ein wahnsinnig fantastisches Feeling. Und wer es auch ausprobieren möchte, dem werde ich hier unten noch ein paar Links verlinken, dass ihr mal gucken gehen könnt, was die so im Angebot haben. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim vielleicht ausprobieren. Ja, wer weiß. Also, tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal.